Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Geisterjagd in Phasmophobia. Ich bin Flex, schön, dass ihr wieder mit mir auf der Jagd seid in dieser regnerischen, kühlen Nacht in einer kleinen Vorstadt, in einem kleinen Häuschen. Und wir sollen dreckiges Wasser an einem Waschbecken fotografieren. Na super, wir sollen in dieses Geistes mit Räucherstäbchen rumräuchern, das kriegen wir hin, und wir sollen ein Foto vom Geist machen. Und der Name des Geistes ist Thomas Garcia. Garcia, Thomas Garcia. Ein ehemaliger Drei-Sterne-Spitzenkoch, der sich zuletzt an einem exklusiven Rezept für Kugelfisch-Sushi versucht hat. Es ist ihm nicht geglückt. Seitdem treibt er hier sein Unwesen in diesem Haus und wir jagen ihn da raus. So, wir nehmen mit Thermometer, Taschenlampe und was haben wir denn noch gehabt? Salz? Nee. Foto, Räucherstäbchen. Vielleicht nehmen wir gleich ein Fotoapparat mit. Können wir ja mal gucken. Was der ehemalige Spitzenkochgeist hier so treibt. Die Hausbesitzer berichten davon, dass ab und zu der Backofen von alleine angeht und irgendwer mal das Essen nachwürzt. Wir finden es heraus. Hallo? Erstmal Licht anmachen. Oh. Okay. Das ist neu. Kein Strom. Alles klar. Was hatten wir noch? Boah, jetzt habe ich mich erschrocken vor dem Blitz da hinten, ne? Das hatten wir. Hatten wir noch nie. Kein Strom. Sofort, wenn wir das. Hallo? Kaum, dass wir das Haus betreten. Klappern schon überall die Türen. Alles klar. Wir sind erstmal im Keller. Genau deswegen. Ha. Ne? Okay, das ist neu. Fieser, mieser Fliegenfänger. Okay, hier unten ist er aber nicht. Ab nach oben. Wahrscheinlich ist er sowieso in der Küche. So. Klappern auch überall die Türen. Er ist nicht in der Küche. Vielleicht ist er doch auch vorne in den Räumen, oder? Hier in der Garage unterwegs. Hallo. Oh. Da hat schon wieder Junge das Licht ausgemacht, ne? Oder an oder aus, wie auch immer. Wir waren schon ganz schön aktiv. Alles gut. Zack. So, okay, er ist nicht in der Küche, da hätte ich ihn eigentlich erwartet. Den ehemaligen Spitzenkoch. Aber gut, dann ist er nicht hier und auch nicht im Esszimmer. Beruhigt, dass er auch nicht im Keller ist. So, gehen wir mal hier rein. Hallo? Guten Tag. Professionelle Geisterjäger. Gleich vorne. Bleibt. Nö. Aha. Okay. Hier ist er. Auf dem stillen Örtchen sitzt er. Er verdaut wahrscheinlich immer noch an seinem Kugelfisch-Sushi. Deswegen ist er hier. Und es frostet. Wir haben noch keinen Knochen gefunden, ne? Warum eigentlich nicht? Ist er auf das Bett gerutscht? Nee. Hier auch nicht. Wo ist denn der? Ach, da ist ja noch eine Tür. Und ich bleib mal ganz ruhig da. Schmeißt hier schon lauter Sachen durch die Gegend, ne? Da ist er. Knochen, Knochen, Knochen. Aufsammeln. Sehe nichts. Jetzt. Okay, alles klar. Erstmal kurz raus. Okay, da ist er ganz hier vorne. Da sein Kämmerchen. Oder haben wir schon drei Fotos verknipst? Das können wir euch mal austauschen. Okay, und Gefriertemperaturen haben wir. Toilettengeist. Moment, da hatten wir auch schon Gefriertemperaturen. Alles klar. Hier
hieß er nochmal? Torres. Torres Garcia. So. Was müssen wir denn noch überhaupt machen? Ach, Räucherstäbchen. Oh, Waschbecken. Da hätten wir, können wir so vielleicht Glück haben, weil er da drin ist. Und Foto vom Geist, ne? Foto vom Geist, Räucherstäbchen, Waschbecken. Sanity ist super. Okay, wir nehmen einfach mal Räucherstäbchen mit rein und räuchern schon mal ein bisschen da drin rum. Ein bisschen hier, ne? Es riecht etwas streng. Das ist auch wieder so ein fieses Badezimmer ohne Fenster, ne? Ach, guck mal, läuft schon das. Ach doch, Fenster ist drin, haben wir nochmal Glück. So, hier. Jetzt übertüncht mal ein bisschen deine fiese Marke hier, Thomas. Ist auch echt übel. Lässt du mal bitte die Tür auf? Das ist unheimlich. Ist herausgerannt, hinter uns hat die Tür zugeknallt, ne? Ich habe ihn auch, glaube ich, ich habe das Summen gehört, das Geistersummen. So, Wasser läuft doch schon mal. Das läuft doch gut. So, Waschbecken können wir fotografieren. Geräuchert haben wir auch. Hier, komm. Was? Ach so. Kreuz rein in das kleine Badezimmer auf jeden Fall. Da kann er nicht sofort loslegen. Da, 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 da. Das ist schon unheimlich. Die Geister sind besser geworden. Wirklich jetzt mit den Beta-Updates hier. Mit dem letzten ist wieder, schon wieder ein kleines. Keine Ahnung, was das bewirkt hat. So. Du gehst da rein. Ja. Ha. Holy. Hab ich mich erschrocken. Boah, Gänsehaut pur. Da, der haucht einen immer richtig. Die Eiseskälte haucht einen immer richtig den Rücken runter dann. Okay, aber Foto haben wir. Kreuz liegt aber auch drin. Kann sein, dass er jetzt sogar schon einmal handeln wollte. Wie, was haben wir denn da fotografiert? Fotografiert dreckiges Wasser einfach. Haben wir doch wohl. Wie nah sollen wir da ran? Okay, hat nicht gezählt. Sanity hat uns gleich schon mal weggezogen. Wir nehmen erstmal hier mit zur Sicherheit. Du nicht. Du. Okay. Und EMF. Eigentlich will ich jetzt schon nicht mehr reingehen in das Haus, so gut das Licht da noch an sind, das beruhigt. Ich habe die ganzen Kerzen umgepustet hier. Das Kreuz liegt noch da. Wasser läuft auch wieder. Oh, EMF5, alles klar. Vielen Dank. So, jetzt aber hier. Ausmachen. Okay, kurz frische Luft schnappen. Okay, EMF5. Banshee Phantom. Schmutziges Wasser hat gezählt. Da haben wir Fingerabdrücke. Ach, guck mal. Da haben wir dich doch schon. Überführt. Fingerabdrücke. Eine Banshee haben wir. Okay. Wir brauchen aber noch ein Foto. Vom guten Thomas, der eine Banshee ist. Guck mal, wie aktiv, ne? Wenn wir nicht das Jagdziel sind, aber wir sind ja auch der Einzige, dann müssen wir das Jagdziel sein. Alles klar. Hier kommen wir mit. Kruzifix, mehr brauchen wir nicht. Zweites Kruzifix auf dem Flur hier. Ja, genau. Du sollst mich nicht hier auftauchen. Läuft Wasser schon wieder? Nee. Zeig dich! Kannst du dich zeigen? Thomas Garcia, zeig dich! Da gehen die Türen. Gib uns ein Zeichen, zeige dich! Oh. Nee, 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 nee. Nicht jagen, nur zeigen. Wohin dann hin? Bis in die Garage, ganz hinten durch. Thomas Garcia, zeig dich. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Zeige dich. Vielleicht zeigt er sich nur in seinem kleinen Kämmerchen. Kannst du dich zeigen? Ja, auf jeden Fall schon wieder muss ich die Gegend geschmissen da hinten. Nochmal ein Foto machen. Das Kreuz ist noch da. Okay, ich fliege über die Kerzen rum. Kannst du dich zeigen?
Moment. Da! Ha! Ich glaube, den haben wir. Raus. Zeig her. Geist. Ja! Erwischt. Tschüss. Das Summen habe ich vorher schon gehört. Der war schon vorher irgendwie einmal da und hat schon mal leicht was vorgesungen. Sehr schön. Okay, alle Nebenziele, alles erfüllt. Nerven sind noch gut. Eingetragen haben wir alles. Fotos haben wir schön viele gemacht. Das müsste eine gute Runde werden. Tschüss, Thomas. Hau rein. Lass dir das Sushi schmecken. Wir sind weg. Banshee, $235, Leute. Das war richtig gut, wegen den ganzen Fotos und weil wir auch Knochenbeweise und so gefunden haben. Und 200 Erfahrungspunkte. Ich glaube, mehr geht auch nicht. Ich glaube, das ist das Höchste, weil mehr hatten wir noch nie. Aber $235. Zack. Sehr schön. Das läuft doch gut. Okay, ihr Lieben, wie immer natürlich, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Mitjagen. Wenn euch diese kleine Geisterjagd gefallen hat, ein Kommentar, ein Daumen, freut mich immer riesig. Wenn ihr Zukunft gerne mehr Let's Plays und mehr Geisterjagd seht, lasst doch ein Abo da. Habe ich mich am allermeisten über freuen. Sonst kann ich nur sagen, wie immer, ihr Lieben, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Geisterjagd.